Guten Abend, die PT ist wieder unterwegs für euch. Wir sind in Berlin, ein langer Tag geht zu Ende. Wir sind im Café Einstein unter den Linden, Treffpunkt wichtiger Parlamentarier. Und jetzt sitzen wir hier mit SHV-Vorsitzender Ute Rebschläger. Gerade ging das Gespräch mit Jens Spahn zu Ende und wir sind natürlich sehr neugierig, was passiert ist. Frau Rebschläger, wie geht's Ihnen? Wie war das Gespräch? Wer war von Verbandsseite alles dabei? Also ich muss zugeben, es war ein anstrengendes Gespräch. Also man muss wirklich sagen, danach ist man ein bisschen platt. Da muss man erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Aber je besser das Gespräch war, desto anstrengender ist es dann auch meistens. Also wir waren gut in der Diskussion. Vom SHV waren alle Verbände vertreten, alle Mitgliedsverbände, Herr Esser als Geschäftsführer, aber von jedem Verband, vom ZVK, vom ZFD, VPT, DVE und vom IFK, meine Wenigkeit, waren halt vertreten. Und dann waren natürlich andere Verbandsvertreter da, die jetzt alle einzeln aufzuzählen. Hören Sie mal, da würden Sie mich jetzt auf eine schwere Probe stellen, aber es waren die Logopäden da, die Logopädieverbände, es waren Podologieverbände noch andere da, es waren noch andere Ergotherapieverbände da. Eine muntere Runde. Also eine große Runde vor allem auch. Hatten Sie denn bestimmte Erwartungen an das Gespräch und inwiefern wurden die erfüllt? Also wir haben natürlich sogar hohe Erwartungen. Wir haben ja lange auf das Gespräch gewartet, was nicht heißt, dass wir nicht vorher schon im Gespräch waren. Man spricht ja nicht nur mit dem Bundesgesundheitsminister, sondern man spricht natürlich auch mit seinem Umfeld, mit anderen Abgeordneten. Aber unsere hohe Erwartung war jetzt mal direkt mit ihm in den Austausch zu gehen. Wir haben das natürlich gut vorbereitet und in aller Ruhe überlegt, welche Forderungen bringen wir hier in den Vordergrund bei diesem Gespräch, haben es mit Zahlen sattelfest gemacht. Und insofern hatten wir die Erwartung, dass er uns auch gut zuhört. Das hat er getan. Es waren ja auch Therapeuten von der Basis mit vor Ort. Wie war denn insgesamt die Gesprächsatmosphäre? Also ich habe immer dieses Wort, es waren Leute von der Basis dabei. Da bin ich immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich eigentlich selber ja auch die Basis bin und das immer wieder gerne anbringe. Ich bin ja auch in eigener Praxis tätig, stehe da meine Frau an der Bank, habe Mitarbeiter, Kollegen und so geht es den anderen Vorständen im SHV auch. Also wir sind alle tätig in eigener Praxis oder als Angestellte im Krankenhaus, merken also direkt, was da so abgeht. Trotzdem finde ich es gut, wir sind ja doch ein Stück weit parallel zu unserer Praxistätigkeit oder zu unserer Angestellten-Tätigkeit sind wir ja sehr mit dem Thema betraut, befassen uns da sehr viel mit. Und insofern finde ich es sehr anregend, wenn mal jemand von außen mit hineinkommt, der diese ganzen Verfahren nicht so kennt, die ja zum Teil auch ein bisschen festgefahren sind, der mal einen neuen Schwung noch mal reinbringt. Und ich finde es auch gut, wenn diese Personen mal sehen, wie diese ganzen Sachen ablaufen, das mal so kennenlernen. Ich finde das gut. In welchen Bereichen herrschte Einigkeit und wo gab es eventuell auch Diskussionen? Also es gab schon Einigkeit in einigen Punkten, zum Beispiel bei dem Hauptthema Vergütung. Das ist ja ein Thema, was uns allen sehr am Herzen liegt. Und bei diesem Thema hat er ganz klar gesagt, an der Vergütung muss noch weiter gearbeitet werden, da müssen noch weitere Verbesserungen sein. Er hat genauso auch gesagt, wir müssen unbedingt die Berufsgesetze modernisieren, an den Berufsgesetzen arbeiten. Wir müssen an der Schulgeldfreiheit arbeiten, da kann er ja nicht alleine was tun, da müssen die Länder mitziehen. Und wir müssen für den Bürokratieabbau sorgen, also auch da wird er nochmal schauen, was man da steuern kann. Ja, und wo wir uns nicht einig sind, das wird sich so mit der Zeit zeigen. Also das wird sich zeigen in den konkreten Maßnahmen, die er dann entwickelt. Ob er dann wirklich im Direct Access das macht, was wir gerne hätten, ob er wirklich die Vergütung so steigen lässt, wie wir das gerne hätten, ob er irgendwelche Regelungsmechanismen macht, die wir noch nicht kennen, schauen wir mal. Gibt es denn jetzt schon konkrete Vereinbarungen? Was sind die nächsten Schritte? Ehrlich gesagt, da sind wir sehr glücklich. Also wir sind ja mit der Erwartung reingegangen in das Gespräch, dass er zuhört und natürlich auch mit der Erwartung hereingegangen, dass er auch handelt. Und er hat ehrlich gesagt am Ende ziemlich genau gesagt, was er jetzt macht. Er hat uns einen Plan vorgelegt. Er hat gesagt, dass er in den nächsten 14 Tagen eine Skizze erstellen will, was er angehen will an Tee. Und dann wird er natürlich in Ruhe konkrete Maßnahmen dazu erarbeiten. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber er wird auf jeden Fall auf dem Therapiegipfel des SHV diese ersten Skizzen vorstellen oder diese Skizze vorstellen, also erste Punkte nennen. Da sind wir echt stolz drauf und dafür ist der Therapiegipfel ja auch gedacht. Er ist da jetzt in der Pflicht. Toll. Was wünschen Sie sich jetzt von allen Beteiligten? Ich würde mir von allen wünschen, dass wir weiter so im positiven Dialog bleiben. Also es war heute eine gute Gesprächsatmosphäre. Jeder hat den anderen reden lassen, hat auch sicherlich was für sich mitgenommen, hat die andere Meinung stehen lassen. Und mein Wunsch wäre, wenn das so weitergehen würde. Ich liebe den
den Diskurs oder ne, ich liebe auch mal den Streit um die Sache, aber dass wir auf dieser Ebene gut weiter diskutieren und dass auch Spahn in seinem Zeitplan bleibt, ja, das würde ich mir wünschen. Das hört sich alles sehr vielversprechend an. Ganz herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir bleiben natürlich weiter dran für euch.